Der letzte Ton ist verklungen. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Heiligabend-Gottesdienst hier in der Archehalle, aber auch gerne natürlich all den Lieben, die uns zugeschaltet sind. Wir haben schon gehört, dass manch einer schon sehnsüchtig den Gottesdienst, den Heiligabend-Gottesdienst aus der Arche erwartet hat. Also willkommen, kann fast sagen, nicht nur innerhalb Deutschlands, aus aller Welt sind viele Gäste mit dabei. Ja, wir sind dankbar, dass wir in Frieden und Freiheit diesen Heiligabend-Gottesdienst verbringen dürfen, dass wir den Geburtstag unseres Herrn feiern können. Deshalb sind wir zusammengekommen, aber wir wissen, dass es überall nicht so ist. Gerade wenn unser Blick rübergeht, gerade mal knapp 2000 Kilometer Richtung Osten in der Ukraine, sieht das ganz anders aus. Und da ist es ein furchtbares Weihnachtsfest in diesen Tagen. Und wir wollen auch ganz besonders dafür beten, auch heute Abend, aber nicht nur für die Situation in der Ukraine, sondern in so vielen Krisenherden dieser Welt. Möge Gott ein Wunder tun. Es gab ja schon manchmal so Weihnachtswunder. Ich habe mich daran erinnert, damals am 24. Dezember 1914, das war der Erste Weltkrieg. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte. Da gab es tatsächlich auch so ein Weihnachtswunder, als die verfeindeten Soldaten, Deutsch und Engländer, sich plötzlich verbrüdert haben und gemeinsam Weihnachten gefeiert haben. Haben Tannenbäume und Lichterketten aufgebaut in den Schützengräben, haben gemeinsam Weihnachtslieder gesungen, haben Gottesdienste gefeiert, haben sogar Fußball gespielt. Ich glaube, Deutschland hat 3-2 gewonnen. Das ist nur am Rande. Das ist aber eine positive Nachricht in diesen Tagen. Ein Weihnachtswunder, was aber nicht lange gehalten hat, denn der Krieg ging weiter, wir wissen das. Viele Millionen Menschen sind gestorben, damals wie auch heute in den schrecklichen Kriegen. Vielleicht stehen wir zusammen auf und beten für den Frieden auch in unserer Welt, dass Menschen wirklich Weihnachten auch erleben, den Retter der Welt, der Frieden in die Herzen bringt, das ist das Entscheidende. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass du auf diese Erde gekommen bist. Damals als Kind in der Krippe in Bethlehem, Herr, du bist unser Retter geworden, unser Erlöser, der wir an dich glauben dürfen. Und Herr Jesus, du weißt um die große Not in dieser Welt, in den Krisenherden, da wo Krieg ist, in der Ukraine, im Iran, Armenien, in all diesen Ländern. Herr, wir bitten dich um dein Eingreifen, dass dein Licht in diese Dunkelheit kommt. Ja, dass Frieden geschieht. Aber nicht nur ein äußerlicher Friede ist nötig, sondern die Herzen der Menschen brauchen Frieden. Frieden mit dir, dem lebendigen Gott. Herr, begegne uns auch heute in diesem Gottesdienst, Herr. Komm und rede durch dein Wort zu uns, rede durch die Lieder zu uns. Ja, wir geben dir alle Ehre, unserem Retter. Amen. Es gibt ja viele wunderschöne Weihnachtslieder. Eins kann ich mich daran erinnern, habe ich als kleiner Junge immer nie so richtig verstanden. Ich dachte, da geht es um ein Pferd, um ein Ross, was irgendwie entsprungen ist. Aber wir wissen alle, darum ging es natürlich nicht. Aber auch die Bezeichnung Rose ist auch nicht eigentlich richtig. Der Liederdichter ist dort ein bisschen in eine gewisse Freiheit hineingekommen. Eigentlich heißt es Reis. Es ist ein Reis, ein Schössling hervorgegangen und der Liederdichter hat sich angelehnt an Jesaja 11, Vers 1 und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Von dem Retter der Welt, von Jesus ist die Rede. Es ist ein Ross entsprungen, lasst uns das doch gemeinsam singen und wenn wir können auch gerne im Stehen, das ist doch schön. Oh,
Ihr dürft euch setzen und wir freuen uns jetzt auf ein Lied vom Chor. Ihr seht wunderschön aus, fast wie Engel in Gold. Das Lied heißt Jesus heut geboren und danach hören wir die Weihnachtsgeschichte von Persis Rieken. Wie angekündigt, Persis aus Lukas Kapitel 2, die Weihnachtsgeschichte. Danke. Ich
Ich lese die Weihnachtsgeschichte aus Gottes Wort, Lukas Kapitel 2, die Verse 1 bis 20. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und das sei für euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen: Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlen gefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander: Lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört hatten und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Vielen Dank, Persis. Die bekannte Weihnachtsgeschichte. Ich denke, wir wären alle gern dabei gewesen, als der Himmel plötzlich auf war und diese gewaltigen Engelchöre dort gesungen haben, beziehungsweise diese Botschaft verkündigt haben: Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Der Retter ist geboren. Es gibt dieses schöne Weihnachtslied: Ich stehe an deiner Krippe hier. Das drückt so ein bisschen aus, wenn wir doch ganz nah dabei sind und das miterleben. Lass uns dieses Lied zusammen singen. Ich stehe an deiner Krippe hier.
wir dürfen uns wieder setzen und der Chor singt ein weiteres Lied über den König, den Retter der Welt, großer König. Und danach hören wir die Predigt zum Heiligabend von Pastor Christian Wegert. Yeah.
Einen schönen guten Nachmittag. Ein gesegnetes Heiligabendfest wünsche ich euch, wünsche ich Ihnen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite im Gottesdienst, der Auftakt zu den Weihnachtsgottesdiensten, Neujahrszusammenkünften, nicht nur hier, sondern auch alle, die draußen an den Monitoren sind, herzlich willkommen. Andi hat es eingangs gesagt, dieses Weihnachtsfest steht natürlich auch unter dem Eindruck der weltpolitischen Ereignisse, der vielen Krisen, in denen wir uns befinden. Und wenn wir an die letzten beiden Jahre denken, dann war es anders, aber auch nicht unbedingt leichter. Aber was uns auch die aktuellen Tagesgeschehnisse lehren, ist, dass die Welt einen Retter braucht. Die Menschen und die Schöpfung ächzt unter dem Bösen, was weit verbreitet ist. Und da kommt die Weihnachtsbotschaft rein. Hochaktuell, so aktuell, dass wir es förmlich greifen können. Da kommt Gott, wird Mensch. Warum? Um uns von unseren Sünden, aus unserem Elend zu erlösen. Das ist, was wir brauchen. Ich lade euch ein, dass ihr noch einmal mit mir aufsteht, und ich möchte einen Text lesen zur Heiligabendpredigt im etwas weiteren Umfeld der Weihnachtsgeschichte aus Matthäus Kapitel 2. Matthäus Kapitel 2 ab Vers 1 und folgende. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm: In Bethlehem, in Judäa. Denn so steht es geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem, im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Soweit. Amen. Nehmt gerne Platz. Ja, wenn Babys geboren werden, dann ist das Familienleben häufig auf den Kopf gestellt. Weniges ist so, wie es vorher einmal war. Schlaflose Nächte. Man muss sich an den Rhythmus des Neugeborenen anpassen, obwohl man eigentlich gerne es andersrum hätte, dass das Neugeborene sich an unseren Rhythmus anpasst, aber das tut es selten. Dann muss häufig ein größeres Auto her, ihr kennt das vielleicht aus eigener Erfahrung oder aus eurem Umfeld, da muss dann der Buggy reinpassen und das Beladen des Autos dauert plötzlich fünfmal so lange, dann muss das Kind, jetzt im Winter ist es am schlimmsten, mit Schneeanzug und Schüchchen und Handschüchchen und Mützchen und dann in den Maxi-Cosi rein und anschnallen und dann noch das Ganze ins Auto und so weiter. Aber trotz aller Mühe, die ein Baby verursacht, ist es doch so, dass die Freude in den Familien
überwiegt. Eltern sind glücklich. Da ist ein Erdenbürger gekommen. Was für ein Geschenk! Das Familienglück für Mama und Papa scheint vollkommen zu sein. Aber nicht alle in der Familie reagieren mit dem gleichen Maß an Enthusiasmus. Auch das kann man feststellen. Während die Eltern im siebten Himmel sind, kann es bei den Geschwisterkindern schon auch mal zu Konflikten kommen. Da ist ein 5-jähriger Junge, der bekam ein kleines Schwesterchen. Mama kommt aus dem Krankenhaus und bringt das Baby nach Hause, legt es ins Bettchen und was macht das Baby? Es schreit, aber nicht nur einmal, sondern es schreit und schreit und schreit und das über eine längere Zeit. Irgendwann beugt sich der 5-jährige über das Bett seiner schreienden Schwester und fragt seine Mutter: Mama, ist meine kleine Schwester wirklich ein Geschenk aus dem Himmel? Ja, natürlich, Junge. Sie ist ein Geschenk des Himmels. Daraufhin der Junge: Bei dem Geschrei ist es auch kein Wunder, dass man sie aus dem Himmel rausgeschmissen hat. Ein Kind ist geboren. Einige reagieren enthusiastisch und andere wollen es am liebsten gleich wieder vor die Tür setzen. Niemals zuvor in der Geschichte unseres Planeten, und das ist keine Übertreibung, dazu muss ich noch nicht mal gläubig sein oder ein Christ sein, um diesen Satz zu sagen, niemals zuvor in der Geschichte unseres Planeten ist ein Baby geboren, was die Welt so auf den Kopf gestellt hat wie Jesus. Ob du es willst oder nicht, niemand hat diese Erde so verändert wie er. Und an diese Geburt von diesem Jesus denken wir heute. Das ist Weihnachten. Aber seine Geburt ruft unterschiedliche Reaktionen hervor. Einige sind enthusiastisch, voller Begeisterung. Und andere sagen: Lass mich in Ruhe mit diesem Jesus. Wir haben hier in dem Text 3 Gruppen von Menschen, die unterschiedlich auf diese Geburt dieses Kindes reagiert haben. Da ist Herodes, da sind die Schriftgelehrten und da sind die Weisen. Aber bevor wir uns das anschauen, ist es, und da geht am Ende die Reise dieser Predigt hin, doch am entscheidendsten, wie reagierst du, wie reagiere ich auf diese Botschaft von dem Ankommen von Jesus? Wie reagierst du auf Weihnachten? Gerade jetzt, heute, in diesem Moment. Bist du erschöpft und hast es gerade noch so rechtzeitig hier reingeschafft und trocknest dir die Schweißperlen von der Stirn? Vielleicht sitzt du auch hier und hast irgendwie so ein gewisses Unwohlsein, weil du weißt, ja, gleich ist die Familie zusammen und üblicherweise gibt es nicht nur Geschenke unter dem Weihnachtsbaum, sondern meistens dann auch Konflikte und dir geht es gar nicht so gut damit. Vielleicht sitzt du auch hier und denkst bei dir: Mann, Pastor, gib ein bisschen Gas, ich muss schnell nach Hause, der Besuch kommt. Ich muss noch den Kram unter dem Bett verstauen, der noch rumliegt. Vielleicht bist du auch traurig heute, weil du nicht bei deiner Familie sein kannst oder deine Familie nicht bei dir sein kann. Vielleicht ist es das erste Weihnachten ohne einen Geliebten, den du im vergangenen Jahr verloren hast. Die meisten, und ich hoffe, die meisten unter uns sagen: Halleluja. Der Sohn Gottes kam auf die Erde aus Liebe zu mir. Und deswegen freue ich mich. Also unterschiedliche Reaktionen auf die Geburt Jesu, nicht nur unter uns hier heute, sondern auch in der Weihnachtsgeschichte. Das Erste, was wir sehen: Jesus und Herodes.
Herodes war, wie wir hier gelesen haben, der König über Judäa in Galiläa, in Israel. Er ist auch bekannt als Herodes der Große. Unter seiner Herrschaft wurden zahlreiche Bauprojekte vorangetrieben. Er hat die Infrastruktur ausgebaut und beeindruckende Denkmäler errichtet. Ich habe gerade in diesen Tagen in dem evangelischen Nachrichtenmagazin IDEA einen Artikel über Herodes dem Großen gelesen und da zitiere ich draus: Er war einerseits als bauwütiger Mäzen und andererseits als rücksichtsloser Gewaltherrscher bekannt. Als Person konnte er launisch und unberechenbar sein. So ließ er vielfach seine Familienmitglieder umbringen, da er sich davor fürchtete, dass sie ihm sein Amt streitig machen könnten. Und Kaiser Augustus, der in Rom saß, so beschreibt es ein Werk eines Schriftstellers, Macrobius, der soll, Augustus soll über Herodes, der also da so eine Art Vasallenkönig in Judäa war und mit eiserner Hand regierte, der Augustus hat über diesen Herodes gesagt, dass es besser sei, das Schwein des Herodes als sein Sohn zu sein. Warum? Das war ein griechisches Wortspiel, wo sich Schwein und Sohn reimt. Warum sagte er das? Weil er gerade hörte, dass Herodes seinen eigenen Sohn umbringen ließ, aus Angst, seine Macht zu verlieren und auch noch in Syrien allerhand andere Kinder zu Tode kommen ließ. Ja, die Reaktion von Herodes auf die Nachricht der Geburt von Jesus ist folglich nicht überraschend. Er reagierte ärgerlich, äußerst ärgerlich. Er war eifersüchtig. Da kamen Männer aus dem Osten, um einen König zu suchen, aber nicht ihn, also fühlte er sich bedroht. So geht es den meisten von uns. Nicht, wenn ein König gesucht wird, aber wenn du einen neuen Kollegen auf der Arbeit hast, kann es sein, dass du dich bedroht fühlst, weil du erstmal checken willst, wie macht der sich hier? Kommt eine Mitschülerin in deine Klasse? Neu. Könnte sie eine Konkurrenz sein? Und hier nun kommen Männer aus dem Osten und suchen einen neugeborenen König und das hört der amtierende König, kein Wunder, bei seinem Charakter, dass er außer Haut fährt. Würden wir nicht auch eifersüchtig werden? Und wie so oft nach der Eifersucht kommt die Furcht. Ich werde verdrängt, meine Autorität wird mir genommen. Diese Furcht wiederum führt zu Manipulation und Betrug. Herodes lügt. Vers 8. Er sagt zu ihnen, zieht hin, forscht genau nach dem Kind und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Stimmt nicht. Er gibt vor, Interesse an dem Kind zu haben, obwohl er es zutiefst verachtet. Später dann, wir wissen es, ab Vers 16 wird dann von dem Kindermord in Bethlehem berichtet, den eben dieser Herodes in Auftrag gab, um eben diese Konkurrenz, die er in Jesus sah, aus dem Weg zu räumen. Jedes männliche Kind, 2 Jahre alt und jünger, sollte getötet werden. Vers 3, ja, kein Wunder, ganz Jerusalem erschrak, weil sie ihren Herrscher kannten. Sie wussten, wie Herodes drauf ist, wenn ihm etwas missfällt. Ja, nun sitzt du hier und sagst, na ja, ich bin doch nicht wie Herodes. Wer ist denn schon so? Der ist ja besonders böse, aber doch nicht wir. Ich bin so kühn und sage, dass wir tief in unserem Herzen mehr von Herodes haben, als wir zugeben wollen. Warum? Weil Herodes es nicht zulassen wollte, dass dieses Kind, dieser neugeborene Jesus, seine Karriere, seine Position, seine Macht, seine Pläne, seinen Lebensstil in Frage stellt. Er wollte sich nicht stören lassen, nicht einmal vom Sohn Gottes. Viele Menschen
fühlen sich auch heute von Jesus gestört. Er ist ihnen lästig. Er wird ihren Lebensvorstellungen zu einer Konkurrenz und das wollen sie nicht. Das ist ein häufiger Grund, warum Menschen Jesus Christus, den Sohn Gottes, ablehnen. Man akzeptiert ihn im gewissen Rahmen als eine Kraft, die mir in Schwierigkeiten hilft. Das ist okay. Hilfe ist nie verkehrt. Man will ihn als einen netten spirituellen Freund haben. Einige wollen ihn und meinen, er sei nützlich, damit er sie von der Hölle fernhält. Ihn aber als König ehren, als Herrn im eigenen Leben einzuladen und ihn dort auch wohnen zu lassen, das will man nicht. Doch die Bibel sagt in Römer 10, Vers 9, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn, diesen Jesus, aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Wir werden mit Gott nicht in Ordnung kommen, wenn wir reagieren wie Herodes. Jesus, bleib mir bloß vom Leib, damit ich meinen Stiefel so weiter leben kann. Das ist eine Art, wie wir auf diese Nachricht von der Geburt Jesu reagieren können. Lass mich in Ruhe, ich möchte nichts mit diesem Jesus zu tun haben. Zweite Reaktion sehen wir bei den Schriftgelehrten. Herodes war dann natürlich nervös und was machte er? Er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Also die religiösen Profis waren jetzt dran, theologische Gelehrte. Die kannten den Propheten Micha im Alten Testament, der schon lange, lange vorher davon sprach, dass der Messias, der König der Juden, der Retter des Volkes geboren werden wird. In Micha 5, Vers 1, und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Ja, sie wussten, dass Jesus, der Messias, geboren wird. Sie wussten in Bethlehem, in Bethlehem. Und sagst du, na gut, was ist denn an den Schriftgelehrten jetzt hier im Vergleich zu Herodes schlecht an ihrer Reaktion? Sie tun doch gar nichts, sagen wir. Genau, das ist das Problem. Sie tun doch gar nichts. Obwohl sie wissen, dass Bethlehem der Ort ist und dass offensichtlich die Zeichen der Zeit so stehen, dass diese Prophetie in Erfüllung geht, von der sie schon lange wussten, und sie aus dem Osten Männer haben, die danach fragen, sagen sie, in Bethlehem, da wird er geboren. Aber sie tun nichts. Sie gehen nicht hin und wollen dabei sein. Ich glaube, das ist auch eine Gefahr für viele von uns Zeitgenossen. Bis zu einem gewissen Grad arrangieren wir uns mit Weihnachten. Wir finden das okay. Lieder sind okay, die waren schön eben. Schmuck ist auch gut, Weihnachtsschmuck, Lichter. Religiosität bis zu einem gewissen Punkt ist auch in Ordnung. Aber wenn es dann zum Kern der Weihnachtsbotschaft geht, die Ursache, warum wir überhaupt Weihnachten
feiern, die Wahrheit und Tatsache, dass damals Gott Mensch wurde, von einer Jungfrau wirklich geboren, und dieser Christus, der Sohn Gottes, kam nicht, damit wir schöne Weihnachtsfeste haben, sondern um eine Mission zu erfüllen. Deswegen verließ er den Himmel und die Herrlichkeit, die er hatte, um Mensch zu werden, ein Leben zu führen im kompletten Einklang mit den Geboten Gottes, wozu keiner von uns in der Lage ist, um dann am Ende den Weg zum Kreuz zu gehen und dort für Sünder zu sterben, die ihr Vertrauen auf diesen Jesus setzen, zur Vergebung ihrer Sünden. Das ist Weihnachten. Dazu kam Jesus. Okay, Weihnachtslieder sind gut. Schmuck okay. Sentimentalität und Religiosität in Ordnung. Aber wenn es um diesen Kern der Botschaft geht, dann reagieren viele so wie die Schriftgelehrten. Ja, ja, Bethlehem, aber geh du mal allein. Ich bleib hier. Ja, du sagst zu dir doch selbst auch, das Leben meint es gut mit dir, es läuft. Auch jetzt, zu Weihnachten, ich werde die Familie treffen, ich bekomme Geschenke, ich gehe hier zu diesem Gottesdienst, singe ein paar Lieder, aber dann ist auch gut. Geht ihr mal nach Bethlehem, ich bleib hier. Geht ihr mal zu diesem Neugeborenen, das ist was für euch, nicht für mich. Warum sind die Schriftgelehrten so gleichgültig? Warum sind wir so gleichgültig, wenn wir so reagieren? Die Schriftgelehrten reagieren so gleichgültig, weil sie der Meinung sind, sie brauchen diesen Erlöser nicht. Sie meinten, sie waren gut genug. Sie hatten das Gesetz und sie waren eigentlich die Crème de la Crème im Erfüllen des Gesetzes. Sie wussten sogar, wie andere zu leben haben und haben es ihnen immer gesagt. Die Pharisäer. Und weil sie davon ausgegangen sind, dass sie diesen Jesus wirklich gar nicht brauchen, deswegen war es ihnen auch egal. Ja, ganz ehrlich, Frage an dich und an mich, an uns, denken wir nicht auch oft so, Mann, was habe ich in diesem Jahr wieder alles Gutes getan? Ich habe mein Portemonnaie geöffnet und für die Ukraine gespendet. Ich habe Hilfsprojekte unterstützt, sagst du. Ich war auch immer nett zu meinen Nachbarn. Und das ist keine Floskel. Das ist tiefes, tief in uns verankertes Denken. Wie viele Menschen habe ich getroffen, die wirklich der Meinung sind, sie seien in Ordnung durch ihr Werk und durch ihr Leben mit Gott. Und deswegen reagieren sie wie die Schriftgelehrten. Geht ihr nach Bethlehem, ich brauche ihn nicht. Ist okay, wenn er da ist, aber nicht mit mir. Gleichgültigkeit ist eines der größten Hindernisse, zu Gott zu kommen. Das ist das fehlende Erkennen, dass wir alle, niemand hier in diesem Raum, auf der ganzen Welt, kann ohne diesen Christus vor Gott bestehen. Das sagt Jesus selbst. Ich meine, er ist ja nicht Kind in der Krippe geblieben. Er wurde ja ein vollmächtiger Prediger. Wir haben hier alles voll mit seinen Worten. Nimm mal die Bibel, wenn du zu Hause bist, und lies das mal. Das ist hochinteressant. Das sind Worte des Lebens. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, sagt er. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir werden alle vor Gott scheitern, es sei denn, wir beugen unsere Knie vor Jesus Christus und öffnen unsere Herzen ihm gegenüber. Also lasst uns nicht reagieren wie Herodes und ihn als Konkurrenz sehen. Lasst uns auch nicht reagieren wie die Schriftgelehrten, die gleichgültig waren. Drittens zum Schluss. Jesus und die Weisen, das ist die dritte Gruppe. Das sind orientalische, wir können sagen, wenn es wortwörtlich übersetzt, Magier,
Weisen aus dem Morgenland. Oft werden sie als drei Personen dargestellt, das kennen wir von den Krippenspielen und so weiter. Man denkt immer, das sind die drei, die haben sogar auch einen Namen, der steht aber nicht in der Bibel. Ob es drei waren, wissen wir nicht. Drei Arten von Geschenken brachten sie mit, Gold, Weihrauch, Myrrhe. Daraus schließt man dann, es müssen drei gewesen sein, es können aber auch 30 gewesen sein. Ich weiß es nicht. Wir wissen nicht, wie viele es waren. Woher kamen sie? Vermutlich aus Babylon oder Persien, heutiges Iran oder Irak. Sahen einen Stern, machten sich auf den Weg. Diesen Stern hatte auch die Bibel schon lange vorhergesagt. 4. Mose 24, ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Zeichen der Regentschaft. Wir wissen nicht viel von den drei Weisen, von den Weisen, jetzt sage ich schon selber drei. Wir wissen nicht viel von den Weisen, aber was wir wissen, ist bemerkenswert. Sie hatten Glauben. Das unterscheidet sie von Herodes und den Schriftgelehrten. Ihr Glaube setzte sie in Bewegung. Ihr Glaube hatte eine Hoffnung. Ihr Glaube gab ihnen ein Ziel. Sie hielten nach jemandem Ausschau. Ihr Glaube war ihnen etwas wert. Sie riskierten ihren Ruf. Hätte ja auch alles umsonst sein können. Who knows? Sie riskierten ihr Leben, als sie vor Herodes erschienen, weil man nie genau weiß, in welcher Stimmung er gerade ist. Sie nahmen sich Zeit, um dorthin zu gelangen. Sie brachten teure Geschenke mit, Gold, Weihrauch, Myrrhe. Aber ihr Glaube zeigte sich vor allem darin, dass sie sich beugten und anbeteten. Vers 11. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Sie beteten es an, weil sie der Überzeugung waren, dies ist der gesuchte, neugeborene König. Ja, das ist Gott, den wir anbeten. Und dieser Glaube, der bewirkte etwas in ihnen. Und das ist eigentlich, was ich zum Schluss uns mitgeben will. Dieser Glaube, der bringt eine so große Fülle an Segnungen mit, dass ich nicht verpassen will, euch oder ihnen das noch mitzugeben. Ich sage dir, sich König Jesus unterzuordnen, ihn in mein Leben hineinsprechen zu lassen, das, was Herodes nicht wollte, ihm Raum zu geben, in mir zu wohnen und mich zu lehren und mein Leben zu prägen, das bringt eine nie zuvor gekannte Freude in dein Herz. Das ist, was die Weisen hier erleben. Als sie nun, nachdem sie beim König waren und auf dem Weg nach Bethlehem waren, den Stern sahen, Vers 10, wurden sie sehr hoch erfreut. Hey, das, da denkst du, das ist ja kompliziertes Wortspiel. Ich bin sehr hoch erfreut. Das ist die Art und Weise, wie die Bibel äußerste Freude ausdrückt. Sie waren sehr hoch erfreut. Kann man auf der Leiter der Freude höher klettern, als zu der Stufe sehr hoch erfreut zu sein? Kannst du das? Sehr hoch erfreut. Ich bin nicht nur hoch erfreut, ich bin sehr hoch erfreut. Kinder kennen das. Sie sind
sehr hoch erfreut, gleich ist Bescherung. Stimmt's? Ja, so, ja. Amen. Sehr hoch erfreut. Wie waren wir alle damals so, als wir klein waren? Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, das ist kindlicher Glaube. Das ist Erfüllung des Herzens. Und hier ist noch mehr als nur ein Geschenk, was wir kriegen, aufreißen, angucken, 2 Tage mitspielen und in 3 Tagen liegt es in der Ecke. Hier haben wir einen Grund zur Freude, einen wirklichen Grund zur Freude. Das ist, was die Engel sagten. Das sagt der Engel zu den Hirten. Ich verkündige euch große Freude. Warum denn? Euch, ihr Lieben, ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Das ist der, den ihr alle so dringend nötig habt. Und wir alle haben ihn so dringend nötig. Und deswegen die Frage zum Schluss an dich, ganz persönlich. Zu welcher Gruppe gehörst du? Zu den Schriftgelehrten, zu Herodes oder zu den Weisen aus dem Morgenland? Vielleicht bist du hier und sagst, hey, bisher war ich eher so ein Schriftgelehrter oder so ein Herodes, aber es hätte auch was, wenn ich was von den Weisen hätte. Da kommt so ein Wunsch in dir auf, ja? Ich würde auch gern diese Freude erleben, die anhält, auch wenn alles um mich herum wegbricht. Diese Freude erleben, die da ist, auch wenn Menschen mich verlassen. Ich möchte diese Freude haben, die auch nicht aufhört, wenn ich im Sterben liege. Ich möchte auch diese Freude haben, die nicht aufhört, wenn Krieg über uns hereinbricht, wenn Inflation da ist, wenn Energie knapp wird, wenn Krankheiten sich ausbreiten. Ich möchte auch eine anhaltende, tiefe Erfüllung haben. Und das ist Weihnachten. Jesus kommt in diese Welt, um uns wieder dorthin zu führen, wozu wir eigentlich geschaffen wurden, nämlich in der Gemeinschaft mit Gott zu leben, was unser Herz ganz, ganz, ganz tief erfreut. Das ist eine überaus große Freude. Und Jesus hat das bereit für dich. Er will es dir schenken. Das wird das größte Weihnachten für dich, das du je erlebt hast. Da ist Freude, wenn wir unsere Knie beugen und Jesus Christus anbeten und uns ihm weihen. Wenn wir Jesus als König empfangen und uns vor ihm niederbeugen, dann gilt das Wort des Engels auch uns. Euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Ich verkündige euch große Freude. Möge es auch deine Freude sein und auch meine Freude sein. Die Freude von uns allen. Amen. Herr, darum bitten wir von ganzem Herzen. Erfülle uns mit dieser Freude. Herr, ich bete für Menschen unter uns oder draußen am Livestream, die sich noch nicht zu der Gruppe der Weisen zugehörig wissen, aber jetzt innerlich doch das Empfinden haben, in meinem Leben muss sich was ändern. Ich brauche Substanz. Die Freude, der ich bisher nachgejagt bin, die zerrinnt mir durch die Finger. Da ist kein Ballast dran. Herr, ich danke dir, dass du jetzt da bist und mit deinem Heiligen Geist in den Herzen arbeitest und erwächst und Leben schenkst. Herr, ich bete, dass dieses Weihnachtsfest ein Fest der Freude wird für viele Menschen, weil sie Christus, den Herrn, anbeten.
Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Jetzt hören wir ein Lied vom Chor mit dem Titel Mach Raum. Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Archechor, für dieses schöne Lied. Hat die Predigt nochmal so richtig unterstrichen, ein Appell an uns alle, Raum für Jesus zu machen, nicht ihn abzuweisen, nicht lethargisch ignorieren. Oder wie ist das auch, die Leute fanden keinen Platz in den Herbergen, weil alle keinen Platz für Jesus hatten. Haben wir Platz für Jesus? Laden wir ihn ein. Laden wir Jesus ein in unser Leben, dass wir wirklich Weihnachten im Kern erleben, nicht nur das Drumherum. Das haben wir alles auch in der Weihnachtsbotschaft gehört. Vielen Dank, Christian,
für diese klaren Worte. Am Ende dieses Heiligabend-Gottesdienstes wollen wir auch noch einmal praktisch werden, insofern, dass wir an dieser Aktion, die wir haben, Hoffnung für Kinder, uns finanziell beteiligen, natürlich freiwillig, wer möchte. Kinder sind die Leidtragenden in dieser Welt. Eingangs sprach ich von den Kriegen und Krisenherden dieser Welt. Kinder leiden. Es ist furchtbar in der Ukraine gerade und überall sonst wo. Wir haben so viel, dass wir manchmal nicht wissen, wohin damit. Unsere Geschenke und Gabentische biegen sich unter der Last der Geschenke. Wir haben so viel zu essen und so viel landet im Müll. Aber da ist so viel Leid, so viel Not in dieser Welt. Hoffnung für Kinder ist eine jährlich wiederkehrende Aktion, die in verschiedenen Teilen dieser Welt stattfindet. Und wir freuen uns über den Segen, über die Freude, den wir damit verbreiten können. Lasst uns das gleich tun und natürlich dazu ein besonderes Lied singen. Wie sollte es anders sein? O du Fröhliche. Übrigens auch ein Lied für Kinder geschrieben, für arme Kinder. Lasst uns dieses Lied singen und dabei dann gerne auch unsere Gaben zusammenlegen, eine Kollekte erheben für diese besondere Aktion. Herzlichen Dank für all eure finanzielle Unterstützung, für eure Hilfe. Auch gerne an dieser Stelle an unsere Freunde am Livestream gerichtet. Diese Aktion läuft noch. Könnt auch gerne überweisen und auch an dieser Aktion euch damit beteiligen. Vielen herzlichen Dank. Lasst uns O du Fröhliche singen und dabei auch gerne aufstehen und fröhlich dieses Lied singen. Wir haben von dieser großen Freude gehört. Kannst du da entsprechend das auch so zeigen, dann tu es jetzt auch bei diesem Lied. Das klang richtig freudig. Diese Freude dürft ihr gerne weiterbringen in eure Nachbarschaft, in den Abend hinein. Morgen haben wir den Weihnachtsgottesdienst um 10 Uhr hier, lade ich euch herzlich ein. Und wer den Kern der christlichen Botschaft weiter kennenlernen möchte, den lade ich ein zu einem speziellen Glaubenskurs, der startet am 7. Februar. Entsprechende Infos liegen draußen aus. Jetzt wünsche ich uns allen hier in der Halle und allen da draußen eine gesegnete Weihnacht. Tut das auch gerne gegenseitig, der Herr mit euch. Habt viel Freude auch jetzt, wenn ihr zusammen feiert. Gott segne euch.